So, willkommen zurück auf der X-Einrichtung hier auf dem RC3. Wir haben jetzt den nächsten Talk von Micha und Steini, Spuren im Netz, wo sie ein bisschen darüber reden, was für Internetangebote junge Menschen so nutzen und welche Datenschleimspur sie dabei vielleicht hinterlassen. Falls ihr Fragen zu dem Talk habt, dann stellt sie gerne entweder auf Twitter und Mastodon unter dem Hashtag RC3Xhain oder im IRC auf Hackend im Kanal RC3-Xhain. Stellt da gerne Fragen und dann beantworten wir sie oder ihr vielleicht sie am Ende des Talks. Und damit gebe ich euch die Bühne. Viel Spaß. Ja, vielen Dank. Ja, danke. Hallo erstmal und herzlich willkommen auch von uns. Schön, dass ihr dabei seid. Und ja, wir reden heute über Spuren im Netz. Das richtet sich an Menschen, die täglich Geräte benutzen, die sich mit dem Internet verbinden. Das richtet sich an Menschen, die das Medien nutzen und in Wirklichkeit nur befürchten, dass vielleicht was komisch sein könnte mit der Datensammelwut, von der man so oft hört, aber noch nicht so eine ganz gute Erfahrung haben oder eine Idee, wie tief das Kaninchenloch wirklich ist. Und wir wollen heute mal reinschauen. Wenn ihr eh schon totale Pros seid mit Datenschutzfragen und so weiter, dann lernt ihr vermutlich nichts Neues. Also ist eher ein Talk für die frisch dazugekommenen, die sich um Datenschutzfragen bemühen. Ich bin Steini, ganz lange schon Chaos Computer Club und da jetzt im speziellen Chaos macht Schule heute, ansonsten noch sowas wie Cyber for Edu, also Digitalisierung an Schulen ist noch ein Thema, mit dem wir uns beschäftigen. Und ja, los geht's. Micha, stellst du dich vielleicht auch noch vor? Ja, also der Micha, auch Chaos Computer Club, auch Cyber for Edu. Und auch Chaos macht Schule. Und vor allen Dingen auch Chaos macht Schule, wo wir ja eigentlich, wenn wir gerade keine Pandemie hätten, regelmäßiger an Schulen gehen würden, um Vorträge wie diese, aber auch Workshops, also auch interaktives Gelöte und Gebastel anzubieten. Leider war das jetzt auch dieses Jahr wieder nicht ganz so möglich, wie wir das sonst so pflegen zu tun. Darum haben wir jetzt hier die Gelegenheit genutzt und gedacht, das Jahr soll nicht zu Ende gehen, ohne dass wir beide mal über die Spuren im Netz gesprochen haben. Ja. Und wollen wir salopp loslegen? Ja, bitte. Und wir haben hier noch einen Slide eingebaut, der ein bisschen kurz Cyber for Edu erklären soll. Eigentlich sollte hier auch einer sein, der Chaos macht Schule erklärt. Der muss irgendwo hier unter den Tisch gefallen sein. Aber ja, also kurz, wir haben vor 2 Jahren haben wir einen Verein gegründet, der sich damit beschäftigen will oder wollte, nee, tut. Er beschäftigt sich tatsächlich damit, Digitalisierung an Schulen besser zu machen. Und ja, in dem Rahmen findet ja auch dieser Talk hier statt. Und guckt mal vorbei, wenn ihr euch für Digitalisierung an Schulen interessiert. Die ganzen Links und so findet ihr dann später in dem Talk. Ja, in dem, genau, gibt es ein Pad zu oder irgendwas gab es dann? Irgendwas gibt es, ja, wo dann Links drin sind und wo man draufklicken kann. Genau. So, dann wollen wir mal salopp anfangen und uns mit der Frage beschäftigen, was bei einem Foto wie diesem hier, was mit einem Fotoapparat in Form eines Smartphones gemacht wurde, was an Informationen man daraus entnehmen kann. Ich weiß was. Ja, genau. Steini macht das jetzt hier. Ich mache jetzt hier den interaktiven Part. Ich sehe ein leeres Regal. Das hat so ungefähr das Format von, naja, Schallplatten vielleicht, ne? Üblicherweise kommen Betrachtende nicht so schnell auf Schallplatten. Ja, aber es ist so das Schallplattenformat. Wir haben ja auch nur eine Stunde Zeit heute, ne? Wir dran halten. Ein bisschen schneller. Ganz besonders fällt mir auf, es handelt sich hier offensichtlich um ein Dachgeschoss und jemand hat hier unten rechts in der Ecke noch eine Menge Klöterkram liegen, also CDs. Es sieht ein bisschen aus wie DVDs, Filme, wissen wir nicht genau, sehr unscharf. Das Bild ist übrigens aufgenommen und entnommen einer Kleinanzeigenplattform, wenn ich das richtig erinnere. Genau. Da will also jemand dieses Regal verkaufen, ne, und hat jetzt also dieses Bild ins Internet gestellt und damit veröffentlicht. Genau. Und jetzt haben wir uns also erstmal damit beschäftigt, was man ganz so offensichtlich sieht. Und ein paar Dinge, auf die wir gleich noch zurückkommen werden, hat Steini ja schon genannt. Der aber tatsächlich noch viel spannendere Teil, auf den wir jetzt ein bisschen noch eingehen wollen, ist der,
dass ein solches Bild, wenn es denn mit einer digitalen Kamera erstellt wurde, weitergehende Informationen enthält, sogenannte beschreibende Informationen oder auch Metadaten. Und diese Metadaten kann man sich auch anschauen. Dafür gibt es Werkzeuge, da gucken wir uns gleich noch eins an. Hier ist so ein kleiner Auszug von den beschreibenden Informationen, die wir jetzt zu dem Bild gefunden haben. Ne, also Bild hochgeladen in eine Kleinanzeigenbörse, dann heruntergeladen, natürlich von irgendjemandem, der diese Kleinanzeige gefunden hat, dann in ein entsprechendes Werkzeug gegeben, was heutzutage auf jedem Telefon, auf jedem PC zur Verfügung steht, und mal reingeschaut und in gewisser Weise vielleicht Überraschung eine ganze Menge Informationen, die hier drin stecken, wie zum Beispiel, was für ein Telefon es ist. Ist das an dieser Stelle ein iPhone 5? Das Bild ist ein bisschen älter. Damals war das ein top aktuelles Telefon und der Mensch hatte sehr viel Geld. Wie schnell doch so ein Jahr vergeht oder auch fünf. Also, erstmal wissen wir den Hersteller. Das wird dann natürlich heute auch ein iPhone 12 oder was ist gerade aktuell drinstehen. Und was auch spannend ist, steht drin, wo das Bild gemacht wurde. Hier unten gibt es so eine Zeile Location, Latitude, Longitude, die, wenn offensichtlich GPS, also ein Ortungssystem auf dem Telefon aktiviert ist, schnell die Möglichkeit bietet, den genauen Aufnahmeort wiederzufinden. Ich wechsle mal hier in eine Ansicht, wo ich so ein Werkzeug, so einen online verfügbaren Bildanalyse-Tool benutze, um genau das, was wir eben jetzt gemacht gesehen haben, nochmal in vollem Umfang zeigen zu können. Ihr seht hier, ihr müsst das nicht alles lesen können, es geht mir nur um den Eindruck von Uhr, da steht ja ganz schön viel drin. Neben dem Ort auch die Geschwindigkeit, genau die Uhrzeit, die Kameraeinstellung, Blickwinkel und ganz viel, was bei der Aufnahme halt an Informationen anfallen. Jetzt ist die Frage, wo ist das Problem? Okay, da sind ganz viele Informationen, aber ja, so what? Wieder zurück hier in eine etwas vorbereitete Sicht auf eine Karte, was sich natürlich hier jetzt schnell ergibt, ist, man kann ermitteln, wo das Regal steht, obwohl vielleicht die Person, die das Bild in der Kleinanzeigenbörse veröffentlicht hat, gar nicht unbedingt direkt seinen Standort verraten wollte, ist das halt hier passiert, sogar ziemlich genau mit Blickwinkel. Dieses Dreieck, was ihr hier seht, zeigt genau an, in welche Richtung die Fotografin oder der Fotograf gestanden hat, und lässt dadurch also relativ klar erkennen, nee, wo wollte ich hin, hier wollte ich hin, wie das mit dem Foto vonstatten gegangen ist. Und wenn wir ganz nah ranzoomen, sehen wir auch, dass in der Gegend oder an diesem Ort es gar nicht so viel Auswahl gibt. Und jetzt kommen wir zurück auf deine Erkenntnis bezüglich des Daches. Ja, genau. Wir sehen hier also das Haus, und das Haus hat ja auch tatsächlich ein schräges Dach. Das heißt, wir können jetzt sehr genau sagen, wo ist das Bild aufgenommen, wo steht das Regal. Das mag jetzt bei Regalen noch trivial oder uninteressant erscheinen, aber stellt euch vor, es ging um andere Sachen. Da ist das möglicherweise schon eine kritische Information. Ja, insbesondere wenn es sich zum Beispiel um etwas sehr Wertvolles handelt und man damit sozusagen preisgegeben hat, wo das zu finden wäre. Vielleicht habt ihr jetzt alle in der Presse verfolgt, in den letzten Tagen kam es öfter mal, dass AirTags verwendet werden von Autodieben, um sehr wertvolle Autos zu markieren und dann zu verfolgen, um zu sehen, wo die landen. Das ist eine ähnliche Dimension von. Ne? Schöne Idee, ja. Ja, und dann kann man halt mal gucken, dann sieht man, wenn die da lange rumstehen, wenn da niemand ist, kann man das mal mitnehmen. Ne? Das wäre jetzt hier ein ähnliches Bedrohungspotenzial, aber es geht ja nicht nur um Bedrohungspotenziale durch Kriminelle. Das ist vielleicht auch ganz wichtig zu verstehen, dass jetzt all diese Informationen, die können ja nicht nur zweckentfremdet werden, sondern sie können auch, ja, zu einem Zweck verwendet werden, und letztlich werden all die Anbieter, Kleineinsagenanbieter, die gibt es ja auch zum Beispiel von Google, ne?
Und Google ist ja sehr an Datensammeln interessiert und die nehmen jede verfügbare Quelle, um Daten zu sammeln, so auch solche. Das heißt, die haben jetzt nicht nur die Informationen, was du so hast und was du so verkaufst und solche Dinge mehr, sondern vielleicht auch, wo du das tust. Das lieferst du alles frei Haus mit so einem einzigen Bild, das du in so einer kleinen Anzeigenplattform hast. Wäre zumindest das vielleicht gut, wenn man sich darüber bewusst ist, dass man all diese Informationen weiterreicht und dann halt entscheidet, ob das gut ist oder nicht. Oder ob es gewollt ist oder nicht. Dann haben wir noch hier einen kleinen Einspieler, ein Video mitgebracht, das wir euch kurz zeigen wollen, was das ganze Thema nochmal aus einer anderen Perspektive beleuchtet. So, hallo und herzlich willkommen. Wir befinden uns hier mitten in Berlin am Touristenanziehungspunkt schlechthin, dem Brandenburger Tor. Im Hintergrund sieht man ja hier, wie viele Leute Selfies machen oder so. Also man sieht sofort einen Ort voller Erinnerungen und die Leute wollen sofort über soziale Netzwerke die Bilder dann mit den Familien zu Hause teilen oder auch eben mit Freunden. Allerdings kann dies auch zur Gefahr werden, gerade für den Datenschutz, wenn man sozusagen nicht weiß, wer die Bilder sieht und es vielleicht eben doch nicht nur die Freunde sind. Wir haben uns deswegen überlegt, wir möchten ein Experiment zeigen, wie einfach es ist, gerade wenn jemand was auf Instagram veröffentlicht, wie einfach es ist, diese Bilder sozusagen zu sehen und jemanden sozusagen dann auch so fast in der Menge zu bestimmen. Wir sind bewaffnet mit unseren Smartphones, Tablets und unserer Kamera und werden jetzt das Experiment starten und schauen, wie es hier um die Privatsphäre unserer Mitmenschen und der Touristen steht. Hey, hi, hallo, stopp. Ganz kurz, du bist die Lea und du bist die Adriana, oder? Ja. Hey, Yuyang. Hi. Herr T***. Nee. Tim, hey. Hallo, alles klar. Du bist der Tim, oder? Jonathan? Ihr seid gestern auf dem One Direction Konzert in Düsseldorf gewesen, oder? Ja. Oh, how was your trip to Madrid? Did you enjoy it? Well, actually, I did enjoy, but how you get the photo? So, mit guter Ernährung steht's bei dir nicht so, ne? Ja, aber ist meine Ernährung, okay? Wir wissen viel über Sie. Nee. Doch. Sie arbeiten beim Bundesnachrichtendienst. Wie? Was soll denn das? Ja, ich denke, ihr seid voll überrascht jetzt, warum ich euch kenne. Ja. Schätz mal, warum wir dich gefunden haben. NSA? Um ein Instagram-Bild zu orten, braucht man ein hochgeladenes Bild, welches mit einem Standort-Tag versehen ist. Dies bedeutet, dass das Smartphone oder Tablet an ein geschossenes Bild sofort die Geokoordinaten anhängt. Diese bekommt es durch den eingebauten GPS-Empfänger. Diese Funktion kann in den Einstellungen des Handys deaktiviert oder aktiviert werden. Lädt man nun ein Bild mit Standort-Tag hoch, kann dieses von aller Welt betrachtet werden. Allerdings nur, wenn dieses auch vom User öffentlich gemacht wird. Und so haben wir es gemacht. Auf unserem Tablet haben wir die folgenden Apps installiert. Instamap, Intramap und Layer. Wir stellen nur die Arbeit mit der App Instamap vor, weil diese bei unserer Arbeit am besten funktioniert hat. Nach dem Start suchen wir auf der Google Maps Karte einen Ort, zum Beispiel das Brandenburger Tor. Sofort öffnen sich die aktuellsten Instagram-Bilder, die öffentlich sind. Je näher man ranzoomt, desto genauer sieht man den GPS-Tag des Bildes, also den Standort. Mit einem Klick auf ein beliebiges Foto öffnet sich dieses in einer Vorschau. Hier sieht man schon die Anzahl der Likes, die ersten Kommentare und die Hashtags. Mit einem Klick auf Follow oben rechts können wir nun auf den Instagram-Account weitergeleitet werden. Ihr sozusagen, euer Bild ist da jetzt gerade da zu sehen. Ja. Genau. Und was sagt ihr dazu? Also, ja, ich bin sprachlos. Yeah, it's a little creepy, but I have to say I posted, so it's a little surprise and you can find it. Sie haben es öffentlich gemacht? Ja. Ja, doch. Das heißt, es ist alles über Instagram raus, oder wie? Ja. Sollte es nicht eigentlich bloß für Freunde? Ich dachte, es sehen bloß unsere Freunde oder so. Ja, es war nur für Freunde gedacht. Hören Sie mal auf hier jetzt. Was haben Sie denn hier öffentlich? Ich habe gar nichts zu sagen. Okay, gut. Denkt ihr eben auch, dass so vom Datenschutz her ist das gut? Nein, eigentlich nicht, nee. Weil man dann keine Privatsphäre mehr hat, weil man dann alles, was man postet, dann die Leute hier sehen können. Ja, ich poste halt viele Bilder. Ist halt wirklich cool, diese App. I think most people use that application would be like just want to sharing or enjoying the trip or something with others. So I think it's okay. Dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag in Berlin. Ja, danke. Und danke. Passt auf eure Daten auf, ne? Machen wir.
So, vielleicht müssen wir erstmal kurz aufklären, dass der Weg, der jetzt hier beschrieben wurde, um an anderer Leute Bilder, Informationen zu kommen, heute technisch für jeder Mann und jeder Frau bei Instagram nicht mehr möglich ist. Die Lücke haben nicht Sie. Nicht mehr so einfach, sagen wir mal. Ja, okay. Die Lücke, Sie haben vielleicht das Potenzial irgendwann erkannt und behalten die Informationen erstmal für sich, wobei sich damit aus meiner Sicht an dem grundlegenden Problem nichts geändert hat. Ne? Also jedes Bild, das von einem Handy an Instagram oder ähnliche Plattformen übertragen wird, überträgt genau das, was wir jetzt aus verschiedenen Perspektiven uns angeschaut haben, an Informationen an diesen Anbieter. Und der Anbieter kann halt dann mit diesen Informationen arbeiten, Rückschlüsse ziehen, erhält Informationen, die ja, wir uns vielleicht vorher überlegen sollten, ob wir sie teilen wollen oder nicht. Vielleicht wichtig zu verstehen, es wird häufig angenommen, dass diese Anbieter diese Informationen verkaufen. Das ist tatsächlich nicht so, weil die sind so wertvoll, dass die die tatsächlich lieber für sich behalten. Ich glaube auch, sie haben die Lücke nur geschlossen, damit nicht andere damit ihre Daten abgreifen können, weil die Anbieter dieser Dienste begreifen das als ihr Asset, ihren Wert, ihr Geschäftsmodell, diese Daten zu erheben. Instagram wird nicht gemacht, um irgendwie für euch eine tolle Plattform zu sein, sondern was von euch zu bekommen. Das ist der ausschließliche und vollständige Zweck, ist, was von euch zu bekommen und Werbung zu machen. Euch mit Werbung zu bombardieren und zwar mit möglichst personalisierter und dann mit möglichst zielgerichteter Werbung. Und ganz nebenbei gibt es in Amerika, in den USA den Patriot Act. Das heißt, all diese Dienste sind auch verpflichtet, den Diensten in den USA, also NSA und Homeland Security und so weiter, diese Informationen auf Wunsch und ohne, dass sie selber verfolgen könnten, was da abgerufen wird, zur Verfügung zu stellen. Das ist immer so. Das ist übrigens auch so, und es wird gerne falsch verstanden, wenn so ein Dienst einen Server in Deutschland betreibt. Wenn also Amazon in Frankfurt, das ist ganz wichtig, weil das tausendmal als Argument kommt, aber der Server steht in Frankfurt. Wenn der von Amazon ist und in Frankfurt steht, dann unterliegt er amerikanischem Recht und damit auch der Verpflichtung, die Daten an die amerikanischen Dienste abzutreten. Amazon ist eine gute Überleitung. Wir wollen uns jetzt noch einen weiteren Aspekt angucken, wenn ich meine Tasten richtig finde, nämlich die Möglichkeit, Bilder jetzt nicht nur bezogen auf ihre Metadaten, auf ihre beschreibenden Informationen auszuwerten, sondern sogenannte KI, künstliche Intelligenz, also maschinelles Lernen, Technik einzusetzen, die weitergehend Bilder heutzutage verstehen kann. Und ich habe hier beispielhaft, benutze ich dafür, um es euch zu zeigen, interaktiv zu zeigen, ein Angebot der Firma Amazon, also AWS, die so eine Lösung, die Bildverarbeitung automatisiert, im großen Stile anbietet, hier anbietet und das auch in einer Form, dass man es einfach ausprobieren kann. Also wenn man ein paar wenige Bilder an diesen Dienst hier übergibt, dann kostet auch nichts und kann es leicht ausprobieren. Was ich jetzt hier als erstes Beispiel vorbereitet habe, ist ein Klassenfoto, das ich in Weiten des Internets gefunden habe. Und das habe ich eben hier hochgeladen. Und was wir jetzt hier sehen, ist, dass die Maschinerie dahinter, der Algorithmus, das System, was von Amazon hier eingesetzt wird, zumindest erstmal in der Lage ist, bei dem Bild sehr zielsicher zu erkennen, das seht ihr an den Boxen um die Köpfe herum, was alles auf dem Bild ein Gesicht ist. Das klingt vielleicht erstmal total banal und nicht so nach einer gigantisch großen Leistung. Aus der Sicht eines Computers, eines Computersystems, ist es allerdings schon erstmal ein wichtiger Schritt, aus diesem Flut an Bildpunkten, die einfach nur unterschiedliche Farben haben, wo für den Computer erstmal gar keine Struktur drin steckt, so etwas wie ein Gesicht, das Konzept von Gesicht irgendwie zu identifizieren. Und das ja hier, wie man es sieht, auch wenn Brillen dabei sind, wenn die Teile des Gesichtes verdeckt sind, wenn unterschiedliche Blickwinkel vorliegen. Und dann aber trotzdem, und wenn ihr hier mal durchschaut, seht ihr, dass
Ich glaube, es ist kein einziges Gesicht nicht erkannt worden. Und jetzt kommt aber noch der nächste Gag bei der Angelegenheit. Man kann sich jetzt die Gesichter hier anklicken und bekommt auf der rechten Seite eine weitere Einschätzung zu dem Bild, die der Algorithmus auswirft, wie zum Beispiel die Information, ob es sich um einen Brillenträger handelt, was das Geschlecht der Person ist, was das vermutete Geschlecht ist. Und ihr seht auf der rechten Seite auch immer eine Einschätzung der Genauigkeit oder der Präzision, mit der der Algorithmus meint, dieses festgestellt zu haben. Und ihr seht zum Beispiel bei der Frage des Geschlechts, ist sich hier der Algorithmus mit 99,1% sicher. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit ist wirklich hoch, dass es tatsächlich sich um eine weibliche Person handelt. Und so kann ich hier durchgehen. Da gibt es auch so Informationen wie Mund auf zu, lacht, die Augen sind auf und zu. Also ihr seht sehr, sehr detailliert und umfangreich. Und das ist ja auch nur das, was uns jetzt so direkt nach außen getragen wird. Das kann in vielerlei Weise auch noch weiter detailliert werden. Ja, ganz wichtig auch, das System kann auch erkennen, wer das ist, wenn die Information vorhanden ist. Ja? Und zwar... Und auch das wird ja tatsächlich im großen Stil gemacht, auch mit Überwachungskameras und so weiter. Nämlich einfach mal Listen durchlaufen lassen und mal gucken, wer ist denn das hier? Wer läuft denn hier durchs Bild? Und damit es ein bisschen anschaulicher wird, also genau wie Steini gerade sagt, das System kann eben auch jetzt nicht nur Gesicht, wie es hier passiert ist. Ich habe einfach ein Foto genommen, was ich irgendwo gefunden habe, und zwei Celebrities, deren Name und Gesicht und so natürlich auch bekannt sind, um jetzt ja auch keine Privatsphärenverletzung zu begehen. Aber was das System halt noch leistet, ist eben genau zielsicher aus dem Bild, ohne dass ich vorher irgendwelche Hinweise hier losgelassen habe. Also einfach selbstständig Bild hochgeladen und erkannt, aha, zwei Gesichter, und die Gesichter kenne ich, und zwar genau von Johnny und Amber. Tja, was natürlich mit einer entsprechenden Datenbank und einer Datenbasis für beliebige Gesichter ist. Es ist kein Algorithmus, der auf Celebrities spezialisiert ist. Das würde auch mit so Gesichtern, wie wir sie gerade hier herumtragen, sicherlich genauso gut funktionieren. Ja, und dann haben wir noch eine andere Sicht. Nee, die nicht. Die Sicht, genau. Hier gibt es auch noch einen interessanten Fall. Und zwar, ich habe offensichtlich ein Faible für Johnny Depp. Ist wohl offensichtlich so. Ich habe einfach mal ein Bild von ihm aus seinen Anfangszeiten und mehr oder weniger aktuelles Bild genommen. Und die Frage ist hier, handelt es sich um die gleiche Person oder eben nicht? Und ich fand zumindest für einen Moment lang das Ergebnis überraschend, weil ja, es ist in beiden Fällen Johnny Depp, aber er hat sich ja nun doch ein bisschen verändert. Es ist auch eine andere Szenerie, ne? Lange Haare, kurze Haare, hinten Wald, dann mal... Ich nehme an, es ist eine Brandung, die hier zu sehen ist, und zu 95,7% ist sich der Algorithmus einig oder sicher, dass es in beiden Fällen Johnny Depp ist. Das heißt, auch Veränderungen, man sieht ja zuweilen verrückte Bilder oder Varianten, was Menschen mit ihren Gesichtern machen, um dem zu entgehen. Man muss sich schon ein bisschen mehr Mühe geben. Vielleicht erinnern sich einige von euch, vor etwas über einem Jahr, glaube ich, war es, gab es so eine Challenge, die es durch diverse Social Media geschafft hat, wo es darum ging, Bilder von früher zu posten. Ja, denn wenn man sich überlegt, wer sozusagen diese Challenges gestartet hat und wo die durch welche Social Media die gegangen sind, dann fällt einem vielleicht auf, dass das hilfreich gewesen sein konnte, um solche Matchings herzustellen, nämlich mal zu wissen, wie sahen die Leute denn früher aus, um dann eben genau besser solche Vergleiche ziehen zu können. Ja, im Prinzip. Ähnliches Beispiel sind Captchas. Ne? Ihr sollt ja gelegentlich auf Captchas, finde drei Busse hier im Bild. Da geht es nicht immer darum zu prüfen, ob ihr echt seid, sondern da geht es ganz oft auch darum, die KI zu trainieren, in der ihr sagt, das sind die Busse. Oder Flugzeuge oder was auch immer sie gerade trainiert haben wollen. Das erkennt man dann immer ganz gut, was sie gerade trainieren, wenn man sich die Captchas anschaut, was da gerade gefragt wird. Ja,
Ja, aber hier kann man machen, kürzen das jetzt ab. Hier gibt es natürlich auch noch die Variante, dass man das Ganze mit Bewegtbild macht. Würde ich jetzt hier ein Video hochladen, würde mir der Algorithmus sagen, welche Person in welchem Zeitabschnitt in dem Film zu sehen ist. Ja, aber das ist ja dann im Prinzip das Gleiche wie mit der Bilderkennung, nur eben mit bewegten Bildern. Geht wunderbar. Was hier in dem Umfeld auch noch rumliegt, ist ein ähnliches System, was auf Sprache trainiert ist. Das heißt, hier gibt es auch eine Lösung, die man mal ausprobieren kann, die relativ zuverlässig ausgesprochenem Text macht. Also im Prinzip alles, was ein Video ausmacht, ne, Bild und Sprache, kann automatisiert ausgewertet werden. Und was dann hier vielleicht auch noch spannend ist, ist die Rechengeschwindigkeit, mit der das geht. Weil das, was wir jetzt hier mit einem einzelnen Bild machen, ist ja irgendwie das eine. Aber das andere ist, dass das System, was hier hinter steht, das auch für viele 10.000 Bilder in einer Sekunde machen kann. Das heißt, ganze Städte kann man problemlos, also Städte synonym mit die dort laufenden Überwachungskameras oder andere Bildquellen, Bildersammlungen, Instagram, was auch immer, können problemlos hier, also problemlos. Es ist realistisch, dass sie große Mengen an Bildern einfach mal auf Verdacht durch solche Systeme hauen, um zu schauen, wer da alles auf den Fotos drauf ist. Genau, und das dann wieder korrelieren mit anderen Informationen. Also wenn man viele Daten sammelt, wer wann wo ist und dann auch noch Bilder sieht, mit wem sich eine Person getroffen hat und so weiter, ne, dann kommt man schon schnell dahinter, dass das in Summe dann irgendwann ein Problem ist, insbesondere weil all diese Informationen nicht wieder weggehen. Also alles, was ihr jemals ins Internet hochgeladen habt und haben werdet, wird da bleiben. Das geht nicht weg. Und selbst wenn jetzt in Zukunft irgendwann irgendwelche Gesetze geändert werden, dann ist alles bis dahin ist schon da. Und das wird immer nur mehr. Das ist also ein Konto, auf dem man immer nur noch was draufpackt und nie wieder was runternimmt. Ne? Und das, diese Sammlung wird eben größer und damit auch wertvoller und auch besser zu verwenden. Ja, hier, das haben wir, glaube ich, alles abgehandelt. Ja, und worum es uns jetzt natürlich vor allen Dingen bezüglich jetzt auch zu den Themen und auch zu den folgenden geht, ist erstmal Bewusstsein zu schaffen, klar zu machen, was ihr da im Einzelnen, also was ihr wirklich auch technisch tut, wenn ihr Bilder hochladet. Und das ist jetzt auch bezogen auf Bilder schon ja auch noch ein Aspekt ist, dass ihr mitunter die Entscheidung nicht nur für euch, sondern auch für die Personen, die auf dem Bild zu sehen sind, trefft. Das heißt, es ist ja in den Stellen eben nicht so, dass jeder für sich entscheidet, mache ich jetzt dies oder mache ich das und dann ist auch nur mich als Person betrifft, sondern dass das vielleicht noch viel fataler an der Sache ist. Menschen machen Fotos von beliebig anderen Menschen, laden sie hoch und entscheiden damit für sie, dass sie in diese Maschinerie hier eingespeist werden, ohne dass darüber irgendwie Klarheit besteht und dass da ein Einverständnis erklärt wurde. Und vielleicht als, ja, als kleiner Hinweis noch, sowas wie Signal zum Beispiel, ein Messenger, der die Privatsphäre sehr wichtig nimmt, hat die Eigenschaft, Fotos, die hochgeladen werden, erstmal um ihre Metadaten zu bereinigen, was eine gute Idee ist. Damit sind es immer noch Bilder. Also die Bildanalyse bleibt immer noch gegeben. Wäre ja auch doof, wenn sie auch noch das Bild entfernen würden. Wäre irgendwie nicht mehr so viel übrig. Aber das, was sie sinnvoll entfernen können, entfernen sie. Und auch wichtig, das funktioniert natürlich auch, weil es in dem Video angesprochen wurde, als das eine Mädchen sagte, ich dachte, das wäre nur für meine Freunde. Ja. Ja, das stimmt schon. Aber der Betreiber der Plattform hat es ja dann trotzdem. Ist ja nicht so. Und das wäre nur dann sinnvoll, wenn das alles auf der Plattform verschlüsselt wäre, so dass der Plattformbetreiber das gar nicht selber sehen könnte. Aber es ist natürlich Quatsch. Es ist immer vielleicht für die Freunde und für den Betreiber. Ja, also bei Facebook ist es entweder für deine Facebook-Freundinnen und Freunde und für die Firma Facebook und bei allen anderen Diensten entsprechend, ne? Ja,
Also bei den meisten Diensten kann der Anbieter halt mitlesen. Genau, und weil wir gerade bei waren, dass man Entscheidungen für andere trifft, ne, was solche Metadaten und so angeht, gutes Beispiel, WhatsApp ist ja ein sehr beliebter Messenger und er ist ja auch total sicher, weil es ist ja verschlüsselt. Also WhatsApp verschlüsselt ja, ne? Also auch Ende zu Ende. Das heißt, der Betreiber von WhatsApp kann ja angeblich, habe ich gehört, gar nicht mitlesen. Das ist doch super, dann kann man das doch benutzen, oder? Ja, oder wir kommen jetzt noch auf einen anderen Aspekt von Metadaten, nämlich hier haben wir jetzt, ne, Messenger bedeutet, Bilder und Texte werden ausgetauscht und vielleicht verschlüsselt. Sie behaupten es, dass das so ist, aber es gibt den sogenannten Online-Status, den ForscherInnen der Uni, ich habe es vergessen, Erlangen, glaube ich, mal im Rahmen eines Projektes ausgewertet haben und eigentlich nichts weiter gemacht haben, als von den Teilnehmenden dieses Forschungsprojektes den Online-Status, also die Information, ist die Person gerade online oder nicht, kontinuierlich ausgewertet haben und da so lustige Kurven entstanden sind, die nichts mit den eigentlich übertragenen Inhalten zu tun haben, sondern eben nur widerspiegeln irgendeine Art von Aktivität dieser Person bezogen auf WhatsApp. Und dann haben sie diese, glaube ich, ungefähr 1000 Teilnehmende, die da mit einbezogen waren. Und dann wurden dieser Online-Status zusammengefasst und pro Person erstmal auf die 24 Stunden eines Tages projiziert und dann kommt hier so eine Kurve bei raus. Und nun kann man mal sich überlegen, also ihr seht unten in der X-Achse die Zeit von 0 bis 23 Uhr. Das heißt, der Aktivitätsindex geht irgendwie so zu 2 Uhr, nimmt er ab und ab etwa um 9 nimmt er wieder zu. Und zwischendrin ist dann vielleicht schlafen, ausruhen, zumindest nicht online sein. Passt ja, ne, halbwegs in der Zeit schläft Mann und Frau üblicherweise. Aber den Rest des Tages kann man eine sehr hohe Aktivität sehen. Und wenn man die Person jetzt nicht kennt, kann man sich fragen, wie ist denn das mit einem normalen Alltag zu vereinen? Also ist das eine Schülerin, die vielleicht während der Schulzeit ganz viele Nachrichten schreibt? Ist das eine Lehrerin, die unterm Lehrerpult fleißig mit den Freunden kommuniziert? Oder in welchen Tagesablauf passt es eigentlich rein, wenn man quasi ganztägig bei WhatsApp aktiv ist? Und das Problem, was sich jetzt hier hinter verbirgt, aus meiner Sicht, ist, ne, wir haben einmal eine vielleicht erstmal überraschende Informationsquelle, ne, also wer kommt von dieser Funktion Online-Status auf die Idee, dass dahinter so, ja, Tag-, Schlaf- und Wachzeitenanalysen ableitbar sind. Und dann ist die Frage, wer am Ende diese Information hat, was zieht er daraus für Schlüsse? Vor allem, wenn er noch andere Informationen hat, wie zum Beispiel, wer es ist. Und ja, auch ganz wichtig, bei WhatsApp, um da überhaupt teilnehmen zu können, musst du ja dein ganzes Adressbuch hochladen. Das heißt, du triffst bereits für die Menschen in deinem Adressbuch die Entscheidung, dass es okay ist, wenn du selber jetzt dem Betreiber von WhatsApp, also Facebook, oder wie heißt, ja, Facebook, Meta heißen sie jetzt. Meta, ganz Meta, mitteilst, dass du die in deinem Adressbuch hast. Das ist ja bereits eine Information. Das heißt, die haben da einen Namen, die haben womöglich da eine Adresse, wenn die dabei steht, Telefonnummer, diverse weitere Informationen. Die lädst du einfach hoch, ohne die Menschen zu fragen, ob sie fein damit sind, wenn Meta, alias Facebook, diese Informationen bekommen. Ne? Und so haben wir wieder einen Datensatz mehr, nämlich über die Frage, mit wem sind die Menschen denn befreundet? Zusammen mit dem, was du dann so auf Facebook vielleicht machst oder so, vielleicht bildet sich ein immer deutlicheres Bild darüber, wer du bist, mit wem du bist und was du da so machst, wann du schläfst und wie du dich so verhältst. Ne? Ja, also hier vielleicht mehr noch der Punkt überraschende Datenquelle. Würde man vielleicht intuitiv nicht mit rechnen, dass da es Probleme geben kann. Und auch wenn alles verschlüsselt ist, alleine die Nutzungsdaten verraten eine Menge. Und zum Thema Nutzungsdaten
kommen wir noch auf einen anderen Aspekt jetzt zu sprechen. Das ist jetzt mehr so die Kategorie explizit und bewusst übergebener Metadaten oder Daten über einen selber. Die sogenannten Likes, jetzt hier anhand des Facebook-Like, aber die Funktion, dass man irgendwo seine Zustimmung, seine Meinung zu äußert, ist ja sehr weit verbreitet. Und da haben ForscherInnen mal analysiert, wie viele Likes es so braucht, damit ein System, was diese Likes und auch das dahinterliegende Netzwerk an Informationen über die jeweiligen Personen auswertet, wie viele Likes sind eigentlich notwendig, um am Ende zielsicher Prognosen über die Betroffenen oder über die einbezogenen Personen zu treffen. Also nicht hundertprozentige Aussagen, sondern einfach Vermutungen über Präferenzen und wie würde sich die Person in bestimmten Situationen entscheiden, ist ausgewertet worden und da ist aus meiner Sicht zumindest ein überraschendes Ergebnis bei rausgekommen, weil wie ihr hier seht, wenn man schon 10-mal irgendwo auf so einen Like-Button draufgedrückt hat, alles so im Durchschnitt und über viele Personen gemittelt und so, ne, kommt eine Treffsicherheit bei der Prognose über das Verhalten der Nutzerin, der Person raus, die etwa auf dem Niveau ist von Kollege, Mitschüler, also man kennt sich lose und hat eine grobe Idee, wer die Person ist und man drückt 10-mal drauf und dann erreicht man ungefähr das Niveau. Und das steigert sich dann über 70 und 150 Likes, was schon das Niveau bedeutet, dass es die Qualität hat der eigenen Familie, also ne, die Person, mit denen man halt so am intimsten und am längsten auch sein Leben bisher verbracht hat, vermutlich. 150 Likes ist, wenn man sich ne, vorstellt, so ein ganzes Jahr, 2 Jahre, 5 Jahre online leben, sind 150 Likes ein Nichts, also passiert schnell. Und schon bei 300 ist ein Niveau erreicht, wo die ForscherInnen der Meinung sind, dass die Treffsicherheit, die sich daraus ableiten lässt, so gut ist, dass kein anderer Mensch das Niveau erreichen kann. Also nochmal, damit das klar ist, mit jedem Klick auf so einen Like oder irgendwas, Herzchen-Button und so weiter, ne, trainiert ihr eine KI, deren einzige Aufgabe ist, euch besser einschätzen zu lernen, um euch noch zielgerichtetere Werbung, um euch möglicherweise auch Informationen zuzuspielen oder interessante Videos, die für euch interessant sind, durchaus mit dem Ziel möglichst, ja, was eigentlich? Es gibt ja einige Beispiele, dass versucht wurde, auf diese Art und Weise möglicherweise auch gelungen ist, Wahlen zu manipulieren. Ja. Es gibt Beispiele dafür, dass so etwas genutzt wird, um Warenströme zu optimieren, weil man schon vorher weiß, was ihr demnächst wohl bald kaufen werdet, weil man das anfängt, immer besser einzuschätzen. Und ganz wichtig, das ist gerade am Anfang. Das hat erst angefangen. Ja? Die KI wird immer besser, die Systeme werden immer leistungsfähiger, ihr gebt immer bereitwilliger, immer mehr Informationen ab. Das wird schlimmer und das wird schnell schlimmer. Und diese Information geht nicht wieder weg. Ich habe den Eindruck, wir müssen anfangen, vorsichtiger zu sein mit dem, was wir im Internet so alles von uns geben. Ja, also genau die Auswertung, von der Steini gerade gesprochen hat, wurde hier versucht ein bisschen zu veranschaulichen. Ich hoffe, es ist halbwegs nachvollziehbar, dass der Algorithmus, dass das Computersystem hier hinter auf Basis all der ganzen Informationen, die jetzt hier bei Facebook vorliegen, aber die liegen halt genauso auch bei Google oder bei Amazon oder auch bei Microsoft vor. Diese Informationen werden halt gebündelt und in Paketchen, werden Zusammenhänge hergestellt und dann passiert genau das, was Steini eben auch schon erwähnt hat, ne? Wir bekommen halt Nachrichten, die irgendwie nur noch für diese Gruppe als relevant gesehen werden. Auf der anderen Seite kann Werbung geschaltet werden, die genau dann diese Gruppe adressiert. Und wir haben es ja gehört, gerade in der letzten Wahl in Amerika ist das sehr stark genutzt worden, dass Wählergruppen genau gezielt auf ihre Interessen halt entweder zum Wählen, zum Nichtwählen halt so angesprochen wurden, dass es maximal optimal auf ihren Stimmungsbild passt. Und das verzerrt natürlich also insbesondere so etwas wie eine Wahl dramatisch, wenn jeder in seiner Blase angesprochen wird und auch gar nicht mehr erkennt, dass er
halt in einer Blase mit Informationen versorgt wird und die Außenwelt vielleicht ganz anders ist. Und das alles auf Basis von diesen hier gesammelten Metadaten, die zum Beispiel durch Likes entstehen. Ja, das merkt ihr auch auf den ganzen Plattformen, Instagram, TikTok, Facebook und so weiter. Diese Plattformen schaffen es immer besser, euch Dinge zu präsentieren, die ihr dann auch guckt. Also es ist ja ein bekanntes Problem, dass Menschen Stund und Stund auf TikTok hängen, weil immer wieder noch was kommt, was zu ihnen passt. Na, und dann kommt zwischendurch mal was, das passt nicht so. Und dann kann man sich fragen, warum eigentlich? Und ist das jetzt, ne, da gibt es viele, viele Spekulationen, aber es kommt bestimmt nicht zufällig. So viel können wir schon mal behaupten. Es könnte den Zweck verfolgen, euch für neue Dinge zu interessieren. Es könnte aber auch den Zweck verfolgen, euch in Sicherheit zu wiegen, zu sagen, ach, das ist ja nicht so genau. Es klappt ja nicht immer. Die Werbung ist ja auch manchmal scheiße. Ne? Und also ist alles nicht so schlimm. Auch die Theorien habe ich schon gehört. Was da wirklich dahinter ist, wissen wir nicht. Aber eins wissen wir ganz sicher, das ist nicht gut, dass all diese Daten über euch gesammelt werden und dann existieren und verarbeitet werden. Wenn ihr dann irgendwann mal irgendwo einen Job wollt und eine Maschine lehnt den ab und der Personaler sagt uns, ja, nee, wir haben uns für jemand anders entschieden und der weiß nicht warum und ihr wisst nicht warum und gelegen hat es an irgendeinem Bild von vor 12 Jahren, wo ihr mal kotzend auf der Toilette gefilmt wurde. Kann passieren. Man weiß es nicht. Man weiß es nicht. So, jetzt nochmal weiterer Blick aus einer ganz anderen Perspektive, Online-Werbung. Also wir reden jetzt darüber, ihr benutzt einen Webbrowser, um im Internet Inhalte euch anzuschauen. Und hier geht es jetzt darum, was ihr für Informationen über euch preisgibt, wenn ihr alleine nur auf Links klickt und euch im Internet bewegt. Und hier, ich hoffe, dass wir es halbwegs nachvollziehbar hinkriegen können. Also, ja genau, so gibt es ein Werkzeug, das man sich in seinem Browser installieren kann. Ich nulle das nochmal eben. Das versucht, diese Informationen, die da im Hintergrund von uns gesammelt werden, zu veranschaulichen. Was ich jetzt hier gemacht habe, ich habe hier so eine Sicht, die, dass jetzt hier was passiert, liegt daran, dass ich oben schon ein paar Tabs offen habe. Ich lade die mal eben alle schnell neu. Ich habe jetzt irgendwelche Seiten, die vielleicht Menschen üblicherweise gerne im Internet sich angucken oder auch wo sie irgendwie mal vorbeikommen, vorbereitet und lade immer nur mal hier einmal die Seite, die ich gerade sehe, neu, um in meinem Browser halt einmal nochmal alle Inhalte anzuziehen, die auf der Seite zu sehen sind und gehe dann wieder zurück in mein Analysewerkzeug und sehe jetzt hier so ein lustiges Gewackel und Gezuppel und das, was ihr jetzt hier seht, ist, ich habe auf 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ich war auf 7 Webseiten und habe mir dort Inhalte angeschaut. Und das sind die großen Böppel, die ihr hier seht. Das sind die 7 Webseiten, sieht man sehr auch schön, ne? Die 3, die 6 sehr großen weißen Böppel und der etwas kleinere hier unten ist Heise, die stellen in gewisser Weise eine Ausnahme dar. Und jetzt ist die Frage, was sind die ganzen Dreiecke? Ne? Also hier oben in der Analyse seht ihr, der sagt 6, ein kleiner Messfehler. Auf jeden Fall bin ich jetzt gerade mit 224 Servern, Inhalteanbietern im Internet verbunden. Und die Frage ist, ne, wollte ich doch nur 6 Webseiten besuchen. Wie kommt es dazu, dass ich 228 inzwischen... Da kommen ja neue dazu, ne? Die ganze Zeit, ihr seht es das. Es endet gar nicht. Und das Ding ist halt, dass das alles Tracking-Tools sind, die von unterschiedlichsten Anbietern mit unterschiedlichsten Zwecken in die Webseiten, die wir jeden Tag benutzen, eingebunden sind, die eigentlich nichts anderes tun sollen, um euch die vermeintlich passende Werbung da zur Anzeige zu bringen und B, Informationen von einer Webseite zur anderen zu transportieren. Also die ganzen Inhalteanbieter im Internet, also viele der Internetanbieter kooperieren in der Weise, dass sie sich gegenseitig verraten, was der Nutzer, der gerade vorbeikommt, vorher schon alles mal geklickt hat, damit man dann auf der jeweiligen Webseite, Amazon, Spiegel, wo auch immer, dass man dann, wenn man dorthin kommt, möglichst passend, aus ihrer Sicht passend, Werbung und auch Inhalte, Recommendations, Empfehlungen von Artikeln, die zu lesen sind, platziert bekommt auf Basis dessen, was man als Klickverhalten vorher schon an den Tag gelegt hat und wenn man selten seine Cookies im Browser löscht, dann eben auch auf Basis
des Klickverhaltens der letzten wie viel Wochen. So. Und da wäre immer nicht nur, wo ich sehe gerade mit Schrecken auf die Uhr, wir wollen ja nicht nur sagen, was schief geht, sondern vielleicht auch mal ein paar Tipps loswerden, was man besser machen kann. Was man hier jetzt, also was ich gerade hier auf meinem Browser vor allen Dingen gerade explizit ausgeschaltet habe, ist ein sogenannter Adblocker. Wenn ich den anschalten würde, dann würde das Bild ein anderes sein. Ich würde das doch mal gerade versuchen. Also vielleicht nochmal zum Verständnis, ne? 7 Webseiten angeklickt führt dazu, dass sich euer Rechner mit rund 250 datensammelnden Webseiten, Servern verbindet, die nichts anderes tun, als versuchen, irgendwas über euch rauszufinden, die überhaupt nichts Nützliches beitragen für die Verwendung, für das, was ihr da tut, außer unter dem Deckmäntelchen irgendwie sinnvollere Werbung anzuzeigen, aber in Wirklichkeit eben genau zu analysieren, was ihr tut, wofür euch interessiert und wie eure Stimmung vielleicht gerade so ist, ne? Je nachdem, ob was ihr da so klickt jeweils. Ganz interessant auch, wie lange ihr wo verweilt, ne? Also diese JavaScript-basierten Webseiten, die kriegen durchaus auch raus, wie lange ihr wo rumhängt, ne? Auch eine wichtige Info. Also wenn man so durch Facebook scrollt und irgendwo auf einer Werbung hängen bleibt, hat Facebook was dazugelernt. Ja, da braucht ihr gar nicht raufklicken, da reicht es schon, dass ihr länger raufguckt. So, ich bin jetzt, glaube ich, durch. Hab alle nochmal geklickt und ihr seht, es wird ein bisschen besser, wenn man diese Blocker-Tools, also diese Blocker-Tools verwendet. Was wir, was hier noch eine Rolle spielt, ist, dass die kleinen Dreiecke, die so ganz einzeln da hinten an den Webseiten dranhängen, zuweilen auch dazu dienen, um sowas wie Bilder, JavaScript, Videos, also solche Inhalte zur Verfügung zu stellen, was erstmal erstmal kein Privacy-Problem ist. Besonders kritisch sind genau die Dreiecke, die hier so in der Mitte hängen. Nämlich genau das sind die Spione, die dazwischen geschaltet werden. Und diese Anzahl wird halt dramatisch kleiner, wenn man passende Adblocker verwendet. Ja, also Adblocker blockieren ja nicht nur Werbung, sondern eben auch diese Tracker. Ja, ja, ich hoffe, wir überfordern euch nicht. Aber diesen einen Punkt wollen wir noch gerade machen. Das ist auf jeden Fall noch ein unterhaltsamer Abschluss, bevor wir gleich in die Q&A einsteigen. Die ganzen Angebote im Internet sind ja im Prinzip geregelt durch sogenannte allgemeine Geschäftsbedingungen, in denen drinstehen sollte, was alles mit euren Daten passiert und was der Zweck eigentlich des Angebotes ist. Ich vermute mal, wie die meisten, werdet ihr auch diese Texte eher nicht so oft lesen. Und selbst wenn man es täte, wird man schnell daran scheitern, dass diese Texte in einer Form geschrieben sind, dass sie sehr schwer verständlich sind. Und wir haben hier mal rausgesucht, da hat eine Anwältin sich mal den Spaß gemacht und hat von Instagram die AGBs sich genommen und sie in einfache Sprache überführt. Und ich finde, wenn man zum Beispiel diesen Abschnitt hier sich anschaut, ne, deine Bilder und Videos gehören dir, aber wir dürfen sie nutzen und sie auch andere auf der ganzen Welt nutzen lassen. Andere bezahlen uns möglicherweise für die Nutzung, aber dich werden wir dafür nicht bezahlen. Ich finde, das ist sehr unterhaltsam. Auch den Link werden wir sicherlich mit euch teilen und da könnt ihr mal durchgehen. Es gibt viele dieser Zitate, die einen sehr unterhalten können. Genau, kommen wir vielleicht jetzt damit zu den Fragen. Oh ja. Wenn ihr welche habt. Genau, hoffe, ansonsten gehen wir gleich noch auf dieses Bild ein. Genau. Achso, okay. Dann, weil ich mir so viel Mühe gemacht habe, möchte ich noch kurz dieses Bild mit dem schönen Bildchen. Ich hatte das Bedürfnis, nochmal die einzelnen Anbieter, über die wir jetzt so sporadisch gesprochen haben, zusammenzusammeln und verschiedene Dinge hier mit nochmal euch zu veranschaulichen. Das eine ist, dass vielleicht nicht allen immer klar ist, wer so wie zusammenhängt. Also ne, bei Apple ist es, glaube ich, relativ offensichtlich, dass die Cloud und Siri und iOS, dass das alles ein Universum ist. Dass
bei Meta jetzt Instagram, WhatsApp und Facebook mit im Paket ist, wissen vielleicht auch alle. Wenn man sich aber mal anschaut, was bei Google inzwischen alles in den unterschiedlichen Plattformen zusammenkommt, ne, Google Ads, Hey Google ist die Sprachsteuerung, Google Fonts ist auch ein sehr beliebtes Tracking-Tool. YouTube? Google Analytics, YouTube hat der kleine Micha, glaube ich, vergessen. Ich wollte gerade sagen, warte. Das ist ja auch nur nicht so eine bedeutsame Plattform. Völlig harmlos. Ne? Hat die Qualitätssicherung leider versagt, so ein Mist. Und was aber auch noch ein interessanter Aspekt hierbei ist, ist, wenn man sich mal kurz anschaut, wo die einzelnen Anbieter, und ich habe den Eindruck, ich habe mal so ein paar hier zusammengetragen, die alle irgendwie kennen und die auch eine gewisse Popularität haben. Wenn man sich da mal anschaut, ne, die Großen sind alle in den USA verortet, die Großen sind auch alle bekanntermaßen, spätestens seit Snowden wissen wir das, mit der NSA tief liiert und haben entsprechende Austauschkanäle geschaffen. Und das finde ich erschreckender an der ganzen Sache ist, dass bei dem hier eigentlich nur Telegram, die offiziell zumindest in London sitzen, und Spotify, die aus Skandinavien TikTok kommen. TikTok ist eigentlich chinesisch, oder? Und TikTok ist genau, deswegen ist da der rote Böppel. Also es gibt einen Anbieter aus China, alles andere kommt aus USA, und was die Amerikaner über unsere Privatsphäre denken, ist uns vermutlich allen klar. Und ja, das sollte man sich vielleicht auch nochmal vergegenwärtigen. So, habt ihr Fragen? Hier noch die Alternativen. Ach so, willst du kurz mal den Nein, jetzt. Okay, das jetzt mal zu den Alternativen können wir ja gleich noch kommen. Ja. Ich mache erst mal ein paar Fragen, die sich aufgesammelt haben. Bitte. Die erste Freude. Frage war, das bezog sich auf dieses Instagram-Video, was ihr da hattet. Und die Frage war so ein bisschen, was gibt es da sonst so an Tools, vielleicht auch gerade irgendwie so Linux-kompatible Tools für so allgemein OSINT-Recherchen sozusagen, für so nicht spezifisch vielleicht Instagram, aber was gibt es da in die Richtung? Was sollte man erkennen oder was sollte man sich mal anschauen, wenn man sich dafür weiter interessiert? Also Tools zum Zwecke von Analyse. Also ja, das ist ein bisschen schwierig. Also im Prinzip also schwierig im Sinne von auch Tools zu finden, die dann auch von sagen wir mal, ja, mit weniger technischen Spezialwissen auch angewendet werden können. Ne? Einfach ist hier, was ich gezeigt habe, dass das Lightbeam, das kann Spaß machen und kann viel Aufschluss geben. Dann gibt es zumindest für macOS, kenne ich, benutze ich auch viel Little Snitch. Das ist, ich glaube, auch erstmal frei zur Verfügung, was einen sehr guten Einblick gibt, mit was mein Computer gerade alles spricht. Und ich musste das jetzt auch gerade komplett ausschalten, damit ich überhaupt mich halbwegs frei bewegen kann. Ansonsten wird es schnell schwierig, weil man braucht einfach eine Menge Wissen, um sich da einzufummeln. Aber wir könnten noch mal eine Liste anbieten. Das reichen wir dann nach. Ja. Zusammen mit den Slides vermute ich, die auch irgendwo dann irgendwo um die Aufzeichnung herum hier jetzt das irgendwo stehen werden. Genau. Nächste Frage. Ihr hattet dieses Slide drinne mit, wie viel Likes bedeuten wie viel über euch. Und da war die eine, da hieß es irgendwann, ab 300 Likes kennt dich der Algorithmus besser als du selbst. Und da war jetzt die Frage so, das ist ja eigentlich erstmal ein Nachteil, aber kann man das auch irgendwie positiv für sich selber nutzen? Also könnte sich jemand einen Algorithmus ausdenken, der einem Dinge sagt, die man selber noch gar nicht weiß und vielleicht, woran man dann selber wachsen kann? Das ist eine total spannende Frage und betrifft eigentlich den ganzen Bereich künstliche Intelligenz. Ich glaube ja. Ich glaube nur, dass du als Einzelperson niemals so gut werden kannst, wie ein System, das von Milliarden Menschen sammelt, weil die einfach dann Menschen finden, die sich nahezu exakt genauso verhalten wie du und dann gucken, wie haben die denn in der Frage sich verhalten und dadurch wieder abstrahieren können. Das kannst du, wenn du nur dich selber betrachtest, nicht. Das heißt, damit du was davon haben könntest, müsstest du den ganzen Datensatz haben und da fängt das Horrorszenario an. Ja, man könnte sich empfehle ganz dringend Don't Look Up, läuft gerade, ich glaube blöderweise auf Netflix, aber ein sensationeller Film, wo es auch mit um die Frage geht, was so ein System alles über dich wissen kann Es stand nicht besser als du selber über dich, sondern es stand da, dass sie dann besser als deine Familie wissen, was du willst. So, aber ja, also
künstliche Intelligenz zur Verhaltensforschung und Analyse zu verwenden, ist sinnvoll, aber es hilft dir nichts, wenn du das für dich alleine machst. Das bringt dich nicht sehr viel weiter. Also ich würde noch aus einem anderen Blick darauf bringen, dass ich glaube, dass vieles von dem, was wir heute besprochen haben, immer zwei Seiten hat. So, ne, auch zum Beispiel das banale Ding mit den Fotos, das die Geokoordinaten haben, bietet die Möglichkeit, am Ende einer Reise eine Karte mit Fotos zusammenzubringen und man hat eine tolle Reiseerinnerung. Großartig. Oder wenn Google-Eltern den Zeitverlauf der Bilder ihrer Kinder anbietet. Das ist ein geiles Feature. Das Problem ist halt immer, wer kontrolliert die Daten und ist es etwas, was wir jetzt kontrollieren und zu uns für unsere privaten Zwecke bewusst einsetzen oder sind es Mechanismen, die ohne unser Wissen von jemandem mit zweifelhaften Zielen verwendet wird. Und wir sind vor allen Dingen, glaube ich, mehrheitlich in dem Bereich, wo die Daten, die da anfallen, ohne unser Wissen und nicht zu unserem persönlichen Vorteil verwendet werden. Wie böse sowas enden kann, weil wir den Slide jetzt weggelassen haben, sollen wir trotzdem erwähnen, neulich gab es da so eine Machtübernahme der Taliban in Afghanistan. Stellen wir uns vor, wie sich all die Menschen da, eine Frau in Afghanistan jetzt fühlt, wo sie weiß, dass Fernsehsender, Zeitschriften, sonst irgendwas, allein nur die Liste ihrer Mitarbeit dort geführt habe, die jetzt unerwartet und völlig überraschend schnell in den Händen der Taliban ist, und sie jetzt sich mit einer Situation konfrontiert sind, wo diese Daten plötzlich existieren und deswegen Probleme erzeugen. Erinnern wir uns an diesen vermeintlichen Putschversuch in der Türkei, wo dann alle Menschen auf der Fahndungsliste standen, die eine bestimmte App benutzt haben. Wie hieß sie gleich? Ich weiß gar nicht mehr. Bylog, genau. Eine Messaging-App. Ja, also alle Menschen mit dieser App auf dem Smartphone waren jetzt verdächtig. Und nicht zu vergessen, Donald Trump in USA. Wollen wir, dass wenn der jetzt wieder an die Macht kommt und sich oder hier in Deutschland Dinge verändern und die AfD Einfluss auf die Fragen hat? Und das ist ja passiert. Es gibt ja Landtage, in denen die AfD entsprechenden Einfluss hat. Schlimm und diese genug. Daten der Polizei dann plötzlich mal in Richtung diverser Schlägertrupps wandern, ne, etc. Also man kann sich schon auch überlegen, dass Privatsphäre auch zwingend erforderlich ist, um überhaupt Demokratie leben zu können. Ohne Geheimnis ist eine Demokratie nicht möglich. Und das hat also auch einen ganz fundamentalen Ursprung, die Idee. Das ist jetzt nicht nur Kleinkram so und ja, achtet mal ein bisschen so. Das ist eher der Dimension Umweltkatastrophe und der Planet geht an den Arsch. Das ist nämlich auch doof, wenn das freie Leben nicht mehr möglich ist. Ja, ja. Dann da knüpft vielleicht gleich die nächste Frage an. Was sollen Leute tun, um sich zu schützen? Was sind da die besten Wege? Habt ihr Empfehlungen? Da kommen wir jetzt vielleicht zu dem Slide mit den Alternativen. Ne? Würde der hier Sinn ergeben? Ach so, du hast sogar einen für, was kann eine Person tun? Sehr schön. Ja, also natürlich würden wir jetzt als überzeugte Open-Source-Software-VertreterInnen erstmal sagen, versucht doch Alternativen zu nutzen. Also euch zumindest anzuschauen und den Lösungen eine Chance zu geben. Und wenn dann das beliebte Argument kommt, alle meine Freundinnen sind aber auf WhatsApp und wo auch immer, dann würde ich sagen, ja, das ist vielleicht erstmal so, aber man muss halt irgendwie mal anfangen. Und wenn wir schon mal erreicht haben, dass Menschen verstehen, dass es neben Google und Amazon und Facebook auch andere Software und andere Lösungen gibt und man auch Dinge selber machen kann, die wo man es gar nicht ahnt, dann sind wir schon mal einen Schritt weiter. Und wenn wir dann gemeinsam daran arbeiten, dass die Dinge, die wir hier mal grob und ohne Anspruch auf Vollständigkeit zusammengesucht haben, eine Chance bekommen und wir uns damit auseinandersetzen und sie versuchen, gemeinsam besser zu machen, dann ja, dann kann es was werden. Dass wir aus dem Schlamassel rauskommen. Und dann gibt es natürlich eine Menge Tools, die jede Person selber auf den eigenen Computern und Telefonen verwenden kann. Also wie hier auch schon erwähnt, es gibt andere Betriebssystemvarianten für eure Telefone. Android mit den ganzen Google-Erweiterungen ist kein Muss für ein Android-Telefon. Es gibt die Variante Linux OS oder Graphene OS. Man kann anstatt Windows auch Linux benutzen, also Dinge, wo man vielleicht Unterstützung braucht, wo wir dann vielleicht auch nochmal bei den Links so ein paar Ideen platzieren, wo man hingehen kann, um Unterstützung zu bekommen, wie zum Beispiel hier auch, wenn wir wieder offen haben, unseren schönen Makerspace besuchen und Expertinnen hier befragen.
Wichtig ist halt zu verstehen, dass es das Problem gibt. Wir können die nicht alle sofort lösen. Aber es ist auch in Zukunft für euch alle ein Vorteil, wenn ihr mit diesen Alternativen umgehen könnt. Deswegen nehmt den Datenschutz ernst, die DSGVO, die Datenschutzgrundverordnung. Die wird von den allermeisten Menschen, die wir treffen, als Behinderung gesehen. Und in Wirklichkeit ist sie ja dafür da, euch zu schützen. Und natürlich wird sie gerne mal sehr streng ausgelegt. Seht es den Menschen bitte nach. Möglicherweise verstehen sie besser als ihr, was da geschützt wird und wie und warum. Also nehmt das ernst, versteht diese Datenschutzgrundverordnung. Sie ist nicht in allen, aber in weiten Teilen sinnvoll, in vielen Teilen noch gar nicht ausreichend. Möchte ich da auch mal dringend betonen. Also man könnte sie direkt renovieren, so wie sie ist. Ja, aber begreift sie nicht als Hinderungsgrund. Ja, an ganz vielen Stellen bewahrt sie euch davor, ganz grobe fahrlässigen Mist zu bauen. Und viel zu oft wird sie einfach ignoriert. Und das ist nicht gut. Das ist, aus meiner Sicht, ist das eine echte ähnliche Katastrophe, in die wir laufen werden. Ich vergleiche das immer sehr gerne mit der Umweltkatastrophe, weil da hat man es ja auch 40 Jahre nicht gesehen und die verrückten Spinner haben gedacht irgendwie, ja, buh. Ja, und aber so schlimm wird es schon nicht sein. Und stellen wir fest, leider doch so schlimm. Also selbst wenn ihr es nicht glaubt, nicht selber beurteilen zu können, ja, dann glaubt uns halt. Wir können das besser beurteilen als ihr. Glaubt uns halt. Ja, also wem denn sonst? Wir haben ja nichts davon, euch das zu erzählen. Na? Im Gegensatz zu denen ihr die ganze Zeit Daten schenkt. Die haben da sehr wohl was von. Bezug nehmend auf die DSGVO finde ich es auch immer wieder einen Spaß, sich mal mit dem Thema Datenauskünfte zu beschäftigen. Wer Lust hat, mal zu wissen, was über einen selbst bei den entsprechenden Anbietern zu finden ist, stellt eine Datenauskunft, ihr habt das Recht dazu und schaut mal, was da zurückkommt. Das ist richtiger Spaß tatsächlich. Ja, kann übel schief gehen, aber man hat das Recht dazu. Mit Blick auf die Uhr habe ich jetzt noch eine letzte Frage mit Bitte um kurze Antwort, wie es im Radio immer heißt. Was ist euer Fazit? Ist dieser Kampf schon verloren? Mein Gefühl, wenn ich euch höre, ist eigentlich, ihr denkt, diesen Kampf, den kann man noch führen und den sollte man noch führen. Auf jeden Fall soll man den führen. Das ist ein Prozess. Das ist ein stetiger Kampf. Das ist ähnlich wie der Kampf des Systemschutz gegen Hackerangriffe und so weiter. Ja. Das schaukelt sich gegenseitig immer weiter hoch. Wir sind mitten in einem Prozess begriffen und es zu verstehen ist die Voraussetzung dafür, damit umgehen zu können. Und wenn man die Dinge tut, soll man sie bewusst und sehenden Auges tun. Nicht einfach geschehen lassen und sich hinterher wundern. Da liegt mir noch auf der Zunge zu erwähnen, bewusst zu tun. Das, wo wir ja auch uns vor allen Dingen engagieren, ist dieses Wissen irgendwie an die Schule zu bringen, weil da aus unserer Sicht das größte Dilemma ist, dass jugendliche Kinder schon in frühem Alter Smartphone, Telefon, was auch immer benutzen, ohne auch nur einen Hauch einer Ahnung, Chance zu haben, zu verstehen, was sie da tun. Und dass es vor allen Dingen bei den jungen Menschen darum geht, denen das Bewusstsein zu schaffen, damit sie wissen, was sie sich für ein Grab schaufeln. Weil bei uns Alten ist es nun irgendwie alles auch, naja, so, ne? Aber so junge Menschen wie du, ihr müsst aufpassen. Das werde ich auf jeden Fall tun. Dann danke ich euch sehr für diesen wunderbaren Vortrag. Ja.